Mach dich mal frei, so lautete das Motto des Reformationstages 2015 in Lübeck. Am Sonnabend, dem 31. Oktober, wartete die Marienkirche zu Lübeck mit einer Besonderheit auf. Sie war vollständig vom Mobiliar befreit. Alle Kirchenbänke waren aus der Kirche getragen worden. Die so leergeräumte Marienkirche sollte später Bühne sein für einen besonderen Reformationsgottesdienst. Alle Innenstadtpastoren werden sich daran beteiligen. Die Bänke wurden in einer langen Reihe bis zum Rathausmarkt verteilt, wo ein buntes Programm zum Anschauen und Mitmachen einlud. Bänke zum bequemen Sitzen waren ja genug da. Wir freuen uns sehr, dass Bürgermeister Bernd Sachse den Anfang macht. Ja, hallo, guten Morgen, meine Damen und Herren, oder guten Tag, muss man ja fast schon sagen. Was für eine schöne Idee, den 498., wenn ich es richtig weiß, Reformationstag auf diese Art und Weise zu begehen. Kirchen sind ja nicht eben Gebäude, die man fliehen muss, sondern sind durchaus schöne Gebäude, in denen man sich gerne aufhält. Aber zum Reformationstag nach draußen zu gehen, an die frische Luft zu gehen, auch dazu bei diesem wunderbaren Wetter, das ist doch eine schöne Art, das zu begehen. Natürlich wollen wir alle für uns entscheiden können, wie wir leben. Wir wollen die Freiheit haben, selbst zu bestimmen, ob wir mit Partnern leben, in Ehe oder ohne Ehe, ob wir mit Kindern leben oder ohne Kinder, ob wir mit anderen Kindern leben als den eigenen. All dies ist eine Freiheit, die sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten weiterentwickelt hat. Frage ist, sind wir auch bereit, dem anderen das zuzugestehen? Dem homosexuellen Paar. Nicht nur theoretisch, sondern auch in der Wohnung nebenan. Müssen die auch mit Kindern leben, Kinder adoptieren. Sind wir diese Freiheit bereit zu gewähren oder sagen wir, es muss auch Grenzen geben der Freiheit? Das sind nur wenige Beispiele zu dem Thema Freiheit in unserem Alltag, Freiheit des anderen in unserem Alltag. Und vielleicht ist es Ihnen auch so gegangen, dass Sie zuerst eine schnelle Antwort hatten und dann nochmal ins Grübeln gekommen sind, ob die schnelle Antwort denn tatsächlich die letzte Antwort ist. Denken Sie ein wenig darüber nach, an diesem 498. Jahrestag der Reformation, die den Christenmenschen ein Stück Freiheit gebracht hat. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Um 15 Uhr strömten die Menschen zum Gottesdienst der besonderen Art in die Marienkirche und verteilten sich in dem leergeräumten Kirchenraum. Eine Stunde aus.